Warte, erst ausprobieren. Wow, kann ich. Wenn auch nur für einen Moment. Ja, ne? Wenn auch nur für einen Moment. So chicken. Diesmal nicht irgendwelche Dinge sagen und sie hinterher bereuen. Ich konnte es ja nicht mal sagen. Er hat mich nicht aussprechen lassen. Ich bin gestorben, bevor ich es sagen konnte. Habe ich jetzt Magieresistenz? Ja. So, Werbär. Die Moral von der Geschichte: Unterschätze deinen Gegner nicht. Kastak beschwören hinzugefügt. 10 Ektoplasma. Und 5 mächtige Seelsteine. Junge! Benutzen Kastaks Thron. Ja, nicht nur, dass ich mich da drauf teleportiere. Schade, dass ich nicht weiter rauszoomen kann. Hallo, Mr. Werbär. Bleibt er eigentlich jetzt so lange, bis er getötet wird? Ist das hier unter Kastak beschwören? Ja. Kastak beschwören. Beschwört Kastak, der 120 Sekunden lang für dich kämpft. Du kannst diese Fähigkeit nur 3-mal und nur in Freien einsetzen. Nur 3-mal. Ah. Ja. Aber erstmal hole ich mir... Das war der Erdstein... Tierstein. Oder was der Tierstein? Ne, das war der... Tierstein und Sonnenstein habe ich benutzt. Ist der Bär eigentlich jetzt noch immer da? Nö. Chicken, 60 Sekunden. Der Bär beschwören und die Sonnenfackel wiederholen. Sonnenfackel! Sehr schön. Dann zurück nach Himmelsrand. Eine letzte Herausforderung wartet noch, wenn wir uns die erste Dragonborn-Folge angucken. Als uns in Weißlauf dieser mysteriöse Emerz-Krieger. Seetüchtig und bereit zum Ableben. Schön für dich. Hier sage ich mir, weil 24 Stunden vergangen. Ich möchte schon stylisch machen. Das werde ich auch wahrscheinlich brauchen. Denn. Ja, egal was für ein Waschlapp Mirak war, der Emerz-Krieger wird es nicht sein. So, wo hockst du rum? Da unten. Letzte Wacht. Treffe den Ebenherzkrieger. Ja. Fallsteinhöhle. Nocturnal! Ja, Detra-Fürsten der Heimlichkeit. Was, ich soll ihn ganz heimlich töten und nicht in einem offenen, ehrenhaften Duell? Abak! Bei Fuß! Hallo, Mr. Fuchs! Tschüss, Mr. Fuchs! Serana wird wahrscheinlich sowas von nicht hinterherkommen. Weil wir gerade über die Berge klettern. Was Pferde natürlich können. Pferde sind super. Ja!
Pferdchen! Muss noch höher. Verdammt. Was ist eigentlich der offizielle Weg? Keine Ahnung. Einfach über die Berge. Na gut, hier ist ein kleiner Weg. Und da steht er. Da steht er. Ich könnte ja theoretisch Karstark in diesem Kampf beschwören. Ja, Chicken, könntest du. Tschüss, Avak. Hallo, Mister Emerzkrieger. Sollen wir gerade noch kurz auf Sirana warten? Sirana will nicht. Sirana findet den Weg nicht. Ja. Ja, tut sie nicht. Egal, machen wir es ohne Sirana. Wir haben ja um Jurak auch ohne Sirana gemacht. Guten Morgen. Ja. Was braucht ihr? Einen Kampf brauche ich. Guten Tag. Jetzt hab ich nicht bis aufgewacht. Der letzten Wacht, ja. Wenn ich Schnellreise hierhin nochmal mache? Also, was ist denn jetzt schon wieder los? Bugfester, was macht ihr mit euren Spielen? Jetzt? Ihr braucht etwas? Oder muss ich ihn attackieren? Sind ja eigentlich eh keine Zeugen in der Nähe. Kadir! Ich hab gehört, oder gelesen, dass Todeszeichen gegen dich sehr gut sein soll. Nun auf! Ihr hättet nie herkommen sollen. Keine epische. Ich wollte schon sagen, hier, keine epische Unterhaltung, bevor wir gegeneinander kämpfen. Aber ja, wir sehen schon, er kann auch Drachenschreie benutzen. Ja, das war jetzt wirklich. I'm a little fucking fly chicken. Ein Kräfte-Chicken. Karstark beschwören. Steh auf! Ein bisschen schneller. Ich hab noch ein bisschen Leben. Ein bisschen Leben, ja. Die Musik ist irgendwie so. Die zerstört die Atmosphäre. Ja, gerade wechseln, damit ich nicht aus Versehen nochmal Karstark beschwöre. Obwohl, Sonnenfacke sollte ich wahrscheinlich nicht benutzen. Wenn hier gerade Leute in der Nähe sind. Schon vorbei? Okay, Karstark, du bist OP. Das war jetzt irgendwie enttäuschend. Wo ist denn sein Körper hin? Ja. Er lebt eigentlich noch. Er steht aufrecht. Alter, was ist denn heute los? Diese letzte Session ist echt voller Bugs. Die Angriffe verursachen 40% Schaden. Blitzresistent. Frostresistent. Unter Wasser schwimmen, ohne zu ertrinken. Gesundheit. Eisenpfeile. Wieso hast du Eisenpfeile dabei? Er ist eine Statue. Willst du einen Boxkampf? Sehe ich dich eigentlich mit Aura flüstern? Aura, 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 Aura. Schick mal Drachen schreien. Drache schreie. Drache schreie. Ja, Aura flüstern. Was?
ist tot. Aber er steht noch. Und er hat gerade seinen Kopf in den Schnee gebuddelt. Strauß-Prinzip, ja. Ach, du kannst auch Eisgeister beschwören, Karstark. Okay. Das ist gerade das erste Mal, dass ich ihn beschworen habe, also... Das war schon ein ziemlich unepischer Kampf, muss ich sagen. Ja, ich rede mit dir. Agravel. Na, beschwört der Neue. Also irgendwie... War das schon recht traurig? Was könnten wir noch zum Schluss machen? Also wir einfach so beenden, obwohl. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie lange ich eine Pause zwischen den Schnitten gemacht habe. Einfach nach dem Gefühl aufnehmen, ist doch super. Wobei, weil wir jetzt Dings haben, Willen beugen, auf Drachen reiten, ja. Auf Durvenir geht es ja nicht. 240 Sekunden. Also wenn man es schafft, ihn lang genug bei sich zu behalten. Das wäre schon geil, auf Oderwing zu fliegen. Aber 240 Sekunden. Oder ich müsste... Ich habe nicht zufällig ein Amulett von Talos dabei. Amulett von Talos. Ich hätte schon Lust auf Oderwing rumzufliegen. Ein Amulett von Sartal. Dann holen wir gerade mal ein Amulett von Talos. Wo ist mein Haus? Mein Haus, checkern. Weiß ich nicht, ich habe mein Haus verloren. Was, Checker hat sich darauf vorbereitet, dass ich jetzt mit Oderwing rumfliegen will? Das ist jetzt eher improvisiert, dass ich das möchte. Ich möchte es jetzt einfach. Und was wollt ihr? Ihr seid wieder zu Hause. Ja, nicht? Mama, ihr seid zu Hause. Könnte ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben haben? Bitte. Wieso fragst du nicht deinen Vater, der gerade angelaufen kommt? Ja, hier. Danke, Mama. Ein paar sind immer mindestens zwei. Immer. Hey, Rappi. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Hab ich dir hier angeworfen? Amulett von Talos. Das ist auf jeden Fall ein Amulett von Zenitha. Wieso ist das eigentlich nicht alphabetisch sortiert? Die Bella, Arkay... Da, Amulett von Talos. Drei Stück. Ich will das jetzt machen. Ich brauche eine Gegend, wo viele feindliche Leute sind. Um Oderwing lang genug festzuhalten. Sodass ich meine Schreileiste... Wo sind viele Leute, Serana? Banditenlager sind viele. Hier unten beim Karsspitzenlager hocken ja eigentlich auch meistens viele rum. Alternativ können wir auch einfach zu einem Drachenhort gehen, aber ich will auf Oderwing reiten. Weil das soll funktionieren. Soll. Ja, soll. Muss aber nicht. Schreie. Oderwing. Oderwing, Oderwing. Ja, vor allem, das heißt Drohne wie beschwören, aber das heißt nur Drachenruf. Ja, weil du ihn rufst.
Hier beschwörst du ihn aus diesem Totenland. Keine Ahnung, wie das Ding nochmal hieß. Da, wo halt Serana's Mutti drin war. Ja! Wirklich. So, Willen beugen. Ausrüsten. Jetzt müssen wir warten, bis Cooldown gekühlt ist. Das kann eine lange Zeit dauern. Ich wehr euch alle ab!